Vicky. Der FC Basel hat sich einen Kick können holen nach dem Erfolg in der Champions League gegen Manchester City. Den Schwung gilt es jetzt mitzunehmen für das Spiel gegen Luzern. Absolut, das erhoffen wir natürlich, dass wir den Schwung mitnehmen können, dass wir die Sicherheit, die in dem Spiel kam, hat mir sehr gut gefallen. Die Ballsicherheit, wie die Mannschaft miteinander gespielt hat, miteinander verteidigt hat, ist wirklich sehr, sehr gut gewesen. Hat mich doch stark an den Herbst erinnert. Und ich hoffe, dass nicht das alle Selbstvertrauen gibt und Vertrauen gibt und dass wir in den nächsten Match wieder so auftreten können. Es ist ein grosser Erfolg, ein Sieg gegen Manchester City auswärts. Die haben 15 Monate nicht daheim verloren. Haben Sie diesen Erfolg überhaupt geniessen können? Ja, man genießt natürlich schon den Moment, das ist klar. Also wir sind alle sehr, sehr stolz gewesen und das dürfen wir euch unmittelbar nach dem Match, am Tag danach, wenn man das dann ein bisschen realisiert, dass man da die Mannschaft auswärts geschlagen hat. Das hat halt leider nicht die extreme Bedeutung mit der Qualifikation. Trotzdem ist es ein Erfolg, der grosse Wellen schlägt und da darf man stolz sein. Und der haben wir nach dem Match sicher auch noch geniessen. Ja. Jetzt geht es aber weiter gegen den FC Luzern, wo drei Punkte annehmen, wenn man den Rückstand will verkleinern oder zumindest heben. Was erwarten Sie von Ihrer Mannschaft gegen Luzern? Ja, ein Auftritt mit der gleichen, mit Schwung, mit auch, wie ich gesagt habe, hoffentlich Selbstvertrauen, mit Ball, ohne Ball sowieso, dass wir an der Match eigentlich nachknüpfen können. Es ist natürlich ein total anderer Match, da sind alle einig, dass es nicht das Gleiche wird sein. Und trotzdem, das, was wir können beeinflussen können, ist das Spiel, die Art und Weise, wie wir spielen, was wir mit dem Ball machen, dann hoffe ich mir schon, dass wir an das können anschliessen können, was wir in Manchester gemacht haben. Weil das ist sehr gut gewesen. Da war wieder eine gewisse Leichtigkeit da in dem Match, da war ein gewisses Selbstverständnis wieder da gewesen. Da war ein sehr, sehr viel schöne Spielzeug da gewesen, wo man miteinander gut gefunden hat. Und ich hoffe, dass wir das mitnehmen und in Luzern zum Teil umsetzen können. Ist ja Mannschaft von gut in Form, ist Luzern hat in dieser Saison noch nicht verloren unter dem neuen Trainer. Was zeichnet der FC Luzern aus und dem Jerry Seoane? Das stimmt, sie sind sehr, sehr gut gestartet in die Rückrunde. Sehr solidarisch, schaffend, unglaublich miteinander, kämpfen sich eigentlich momentan die Pinkt. Das ist nicht so, dass sie sich die Pinkt extrem erspielen, sondern wirklich solidarisch. Jeder läuft für den anderen und das ist das, was wahrscheinlich im Abstiegskampf euch zählt. Eine Frage ist noch, respektive Fragezeichen. Valentin Stocker, können Sie uns sagen, was bei ihm passiert ist heute? Er hat vorsichtshalber das Training aufgekehrt. Er hat leicht ein Problem gehabt im Oberschenkel und er will kein Risiko eingehen. Jetzt wird er morgen nochmal angeschaut von der medizinischen Abteilung und dann schauen wir, ob das geht für den Sonntag oder ob es eher ein grosses Risiko ist. Das werden wir sehen.